Edle Stoffe und Stickereien zu sehen im Textilmuseum St. Gallen. Ein Traditionsprodukt aus der Region und jahrelang der Stolz von Max Hungenbühler. Fast 40 Jahre hat er in der Textilbranche gearbeitet, auch als CEO und Patron von Bischof Textil. Ihm sind die Schweizer Arbeitsplätze immer wichtig gewesen. 300 Angestellte hat er zu Bestzeiten in St. Gallen gehabt und nur 10 im Ausland, bis Ende 90er Jahre. Es ist so, dass die Schweiz ganz generell für Textilien einfach sehr teuer geworden ist. Und heutzutage geht es nur noch in der Schweiz zu produzieren, wenn man irgendwie ein Nischenprodukt hat, irgendeine Spezialität. Und wenn sie einfach Stickereien oder Drücke machen, die man überall herstellen kann, dann ist es nicht mehr möglich, um hier zu produzieren. Was auf jeden Fall in St. Gallen bleibt, ist Geschichte. Seit dem 18. Jahrhundert werden Baumwollstoff mit Stickereien verziert. Zuerst von Hand, 100 Jahre später auch maschinell. St. Gallen erlebt 1912 die Blütezeit der Stickerei. Ist weltbekannt. Zwei von drei Beschäftigten haben damals in der Stadt der Stickerei gelebt. Der Erste Weltkrieg hat alles kaputt gemacht. Die Wirtschaftskrise in den USA schadet am Export. 1950 hat sich die Branche erholt, es folgen aber nochmals schlechte Jahre. Seit der Jahrtausendwende kämpft man mit Produktionskosten bzw. Lohndruck. Einzelne suchen Nischen, Hightech-Stickereien und spezielle Design für den Laufsteg. Das funktioniert in St. Gallen nämlich offenbar immer noch. Bei der Firma Forster Rohner sind in St. Gallen über 200 Leute angestellt. Die Maschinen rattern rund um die Uhr. Hier werden die Stoffe für Akris, Louis Vuitton, Gucci oder Prada entwickelt und produziert. Wir setzen hier einen extremen Fokus auf Design und Innovation. Alles, was nicht neu, was nicht total spannend ist, hat einfach auf dem Markt keinen Platz. Vor allem nicht, wenn es so einen hohen Preis hat. Und darum geht es darum, immer wieder etwas Neues, etwas anderes, Vielfältiges, Spannendes, Faszinierendes, einfach zu kreieren, miteinander zu arbeiten im Team. Der industriellen Produktion von schönen Stoffen gibt Max Hungenbühler nicht mehr viele Chancen. Die Art von Bekleidung ist heutzutage universal. Einfach T-Shirt, Blue Jeans, möglichst noch mit Löchern drin. Und das tut natürlich da, wie im Bereich von edlen Textilien, wie Stickereien, sehr erschweren. Der Wandel in der St. Galler Textilindustrie gehört zu einer globalen Entwicklung, sagt der Direktor vom Schweizerischen Textilverband. Es ist ein Wandel. Es ist ein Wandel, der stattfindet in der Branche. Ein Wandel weg von einer Textilfabrik, wie man sich das vielleicht vorstellt, hin zu einem Kompetenzzentrum. Und die Kompetenzen, das können Forschung, es kann Forschung sein, es kann Entwicklung sein von neuen Fasern, von neuen Veredelungsmethoden. Dass die Textilindustrie darum auch in St. Gallen immer noch Zukunft hat, wird man auch den Touristen noch mehr zeigen. Es ist Fakt, dass man sehr viel zurückschaut, was passiert ist, wo man da mit dem Bleichen angefangen hat und so weiter. Aber gerade so EMPA, wo Materialien testet, oder andere Firmen, die sich mit technischen Textilien auseinandersetzen, das ist extrem vorwärtsgerichtet. Und da haben wir noch viel Potenzial in Zukunft, um das stärker zu vermarkten und besser zu kommunizieren. Von der Stickerei und ihrer Blütezeit, die der Reichtum in die ganze Region gebracht hat, ist ausser der Geschichte nicht mehr so viel da. Auf dem Weltmarkt spielt St. Gallen heute aber immer noch eine grosse Rolle, weil einzelne Firmen mit ihrer Kompetenz und Innovation zu den Angesagtesten gehören.